Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf dem Chaos-Kanal bei Svenny, ne? Hey, Svenny hat nochmal richtig wieder Geld aufgenommen. Wir haben jetzt hier wieder 1780, das hat seinen Grund. Ich sehe uns im Kompost-Business. Ich habe Feld 14 hier gekauft, das gehört jetzt uns auch. Hab mir einen Ladewagen organisiert, hab den in den Kompostmaster schon mal Sprit reingefahren. Ich warte eben, dass der hier abschließt. Dann werden wir unsere Wiesen mähen und das in Komposter fahren. 700 Euro pro Dings, den Mokfi Kompost. Irgendwie müssen wir ans Business kommen. Ja, ich muss da auch noch eine Silo-Erweiterung kaufen, ne? Schon die zweite mit 1 Million. Weil, war voll. Ging nicht anders. Hi dann, nein, du. Hier, wir haben jetzt am Hof, kann ich euch zeigen? Warte, wir müssen eh gleich gucken. Oh, das ist schon wieder ausgegangen. Wir haben jetzt 2 Silo-Erweiterungen dazu. Vorne und hinten. Weil voll. Ich kann ja jetzt nicht hier die ganze Zeit sitzen. Weil, seht ihr, fahr das zweite Mal da Geld rein. Diesel rein. Der fährt zur nächsten Mission. Den habe ich jetzt hier angesetzt. Der sät jetzt Pappe. Ich wollte ja den Lavendel-Ernter erst kaufen, aber ich denke... Puh. Weißt du, mit Kompost, schmalen Taler, habe jetzt erstmal da rein investiert, dass wir das sehen. Dass wir. Und die Pappeln brauchen wir für die Zeltstofffabrik. Hier, guck mal, der kommt klar. Läuft. Den muss ich gleich zum Hof holen. Der läuft. Wir müssen jetzt sehen, dass der wieder eine Mission an Schlüssel kriegt, ne? Ah, ist echt. NF Marsch ist investieren, investieren, investieren. Hier, 50.000. Abschließen. Ja. Wir müssen nochmal Pflanzenschutz hier haben. Was gibt es denn hier Interessantes? 30, 30. Ist gar nicht so gut, das Business hier in Pflanzenschutz. Machen wir erstmal Feld 15. Vertrag akzeptieren. Zurück. Feld 15. Da kannst du mich jetzt gleich mal hinfahren. Feld 15. Den Kurs mach mal raus. Mach mal raus. Ich glaube, Feld 15 haben wir schon. Da. Laden aktivieren. Zurück. Tante Curseplay. Dann gib mal Schubrakete. Mach du mal weiter. Was ist denn hier angekommen? Oder was hat hier gepiept? Achso. Ja, ich warte jetzt auf den Schlepper hier. Ihr seht jetzt 193.000. Ja. Fehlt noch ein bisschen was, ne? Wir müssen insgesamt wie viel jetzt verdienen? Was kostet das Ding? 485.000, ne? Da, 485.000 müssen wir jetzt verdienen. Den brauchen wir. Wir werden in Lavendel und Kompost Kohle machen. Das sag ich euch. Das ist ein Business. Hatten wir noch letztes Mal nachgeguckt. Hier Kompost. 700 noch was. Gleichbleibend. Da. Der bleibt fast gleich. Der hat nur einen Tag. Wo... 4 Euro Unterschied sind. Da müssen wir in das Business müssen wir einsteigen. Nützt nichts, Leute. Wenn der jetzt hier ein bisschen schneller entladen würde, dann könnten wir den nämlich ansetzen. Oder wir kommen hier die Mähwecke erst dran, weil der Dicke ist ja am Pappeln sehen. Wir müssen ja auch unsere Felder bestellen. Und dann... Leute, Business! Ich wollte hier Heu reinschmeißen in den Komposter, ne, weil ich Heu über hatte. Ja, der nimmt auch alles an, ne? Schicky funny, der nimmt alles an. Da, aber kein Heu. Ich denke, super, Svenny. Super. Aber ich denke, wir werden hier noch Sämission starten, ne? Wenn wir uns Geräte ausleihen. Ich würde die ja annehmen, aber Tritikale, da bezahlt sich doof und dämlich. Und dann mit dem Schlepper, das hat keinen Sinn. Feld 71 Mais. Kannst du annehmen, ne? Nein. Nein, was ist das? Kartoffeln machen wir eh nicht. Das ist eine gute Mission, ne? Sorge um Hirse. Was ist das? Feld 64. Soll ich die annehmen? Nee, jetzt gerade nicht. Wir müssen jetzt unser Business starten. Es muss jetzt unser Business rennen. Nur, das dauert ein bisschen mit den Tankwagen hier, ne? Aber wir werden in Kompost einsteigen. Business ist Business. Geld für einen Lavendelernter kriegen wir dadurch heraus. Hier, guck, Feld 66 ist auch gleich fertig. Feld 16 wird geflüchtet.
läuft. Die sind ja nur unterwegs. Muss halt ab und zu mal wegen Gasolin gucken, ne? Oder meist fahren die ja selber noch tanken. Und das dauert ja ewig, ne? Wir müssen mähen, Kollege. Hier, Kollege von der Zapfe. Ja, und dicken Straubmann-Ladewagen habe ich uns organisiert, ne? Das ist jetzt unser. Ich habe mir gedacht, ne, mit kleinen Gemüse fangen wir gar nicht erst an. Wir fahren gleich mit dicken Straubmann. Weißt du, 134.000, da kannst du mal für arbeiten, ne? Die habe ich auch wieder voll gemacht, ne? Hatte ich erst was rausgenommen, ne? Ich habe mir gedacht, ja, kannst du machen. Oh, Hoppelhäschen, Vorsicht, Svenny ist hier auch noch unterwegs, ne? Muss ein bisschen aufpassen. So, hängen wir die Mähwecke an und dann mähen wir es da. Schmeißen schon mal Gemüse in unseren Komposter. Dann können wir Feld 14 noch mähen, ne? Also haben wir jetzt auch eine Wiese, ne? Also, pff, muss laufen der Laden. Hier muss laufen. Können wir uns nicht erlauben, dass wir hier Stillstand haben, ne? Der muss jetzt echt rennen, das Business. Ja, und wie gesagt, das frisst echt Kohle, ne? X. Nehmen wir aufs andere Gerät. Ich muss mal eben gucken. Hast du noch Schwattablage? Ne, hast du nämlich nicht, ne? Jetzt hast du Schwattablage. Von Feinsten, du. Von Feinsten. Dann machen wir eben hier ein Märchen. Bolzen das hier ab. Vorne das Chicken mit dem Ladewagen. Und Kompost, hä? Und dann werden wir reich. Vor allen Dingen an Erfahrung, aber egal. Das mag wir jetzt. Ich denke, so können wir Kohle regenerieren. Irgendwie musst du ja anfangen, ne? Immer nur Mission, ja, ist das schön. Macht ja auch Spaß, aber irgendwann geht ihr jetzt auch mal auf den Zünder, ne? Wir müssen... Und hier, den Gräben können wir auch noch ausbaggern. Müssen noch Bagger mieten und so. Aber den kaufen wir wahrscheinlich. Aber ich habe auch noch Kies da hinten so viel an rumfliegen, ne? Das muss auch erstmal alle weg. Können wir jetzt besser erstmal hier so Kompost-Business. Pappeln machen wir. Gegen Zellstofffabrik möchte ich das ja schon gerne haben, ne? Ich komme zu nix, ne? Hör mal an hier. Ich komme zu nichts. Das kannst du jetzt mal rausnehmen. Ah, Feld 66. War doch düngen, ne? Ja. Abschließen. So, was ist denn hier noch Interessantes zu düngen? Ist nicht mehr viel, ne? Feld 68. Vertrag akzeptieren. Haben wir da einen Kurs für? 68. Guck mal, da. Nehmen wir den so lange. Kurs laden, aktivieren. Zack. Zack. Mach mal erst voll die Bude, ne? Der läuft, der läuft. Wir müssen den haben. Und machen weiter. So muss das jetzt laufen, Leute. Wirklich, ganz ehrlich. Hier können wir irgendwann nochmal was hinpflanzen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas finden wir noch. Und so rennen muss jetzt das Business rennen, ne? Wozu haben wir jetzt so viel Kohle investiert? Wenn man das hier nicht läuft, oder was? Nee, das geht nicht. Jetzt muss das Business rennen. Was geht, muss gehen. Klar, hätte ich hier Silage von machen können, ne? Aber ich habe 1,3 Millionen Liter Silage noch in Silo. Was soll ich jetzt noch Silage machen? Heu haben wir auch jede Menge drinnen, ne? Ich glaube auch über 400.000 schon. Deswegen. Wir werden jetzt das Kompost-Business anschmeißen. Dann machen wir Sahne, Kohle. Sorry, wir machen richtig Kohle. Wir haben das Sägewerk, wir haben schon die Molkerei, wir haben den Kompostmonster, ne? Wir sind vom Fuhrpark gut ausgestattet, wir haben schon nicht gerade wenig Fläche.
Ja, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Okay, wir haben auch 1,7 Millionen Kredit an der Backe. Aber, sag euch, das rennt hier demnächst. Wenn der Laden läuft und unsere Produkte verkauft werden, ne? Wir haben Kuhstall, wir haben Kühe. Ne? Also, darf man auch nicht von der Hand weisen. Hat auch nicht jeder sofort einen Kuhstall mit Milch und Futter und dies und das. Der rennt auch. Wir haben schon Flächen wieder angesät. Wir haben einmal Raps, wir haben einmal Weizen. Ne? Wir haben zweimal Lavendel und säen jetzt einmal Pappeln. Und unseren Lavendelernter, den werden wir uns jetzt verdienen. Das ist ja kein Problem. Dann kaufen wir uns den direkt und bleiben auch so ein bisschen in dem Business, ne? Und maschinentechnisch, finde ich, sind wir gut aufgestellt. Ein, zwei Schlepper mehr, ja, okay. Aber wir haben auch einen LKW, ne? Wir können die Ware demnächst ziemlich fix durch die Lande fahren. So ist ja auch nicht. Dass wir da nicht, wie heißt es, das nicht machen können, ne? Also, da mache ich mir gerade nicht so die Gedanken rum. Ich werde das jetzt hier abmähen, dann fahren wir dazu eben schnell in den Komposter. Dann kann der nämlich schon rennen und Feld 14 gucken wir nach, wenn es erntereif ist, mähen wir es und wenn nicht, dann lassen wir es halt nochmal einen Tag stehen. Hauptsache wir kriegen Kompost. That's the way, by the way. Mokus läuft. Da sind wir schickifeini drinnen in dem Business. Na klar, die vermehren sich jetzt demnächst auch von selber. Ne, läuft. Wir haben auch schon ein paar Spielstunden hier auf der Uhr, ne? Also das darfst du auch nicht vergessen. Wie viel sind jetzt hier drauf? Lass uns mal nachgucken. Müssten auch schon 60 sein, ne? 60 Stunden. Ja, guck, 60. Ich spiele jetzt anderthalb Stunden. Und mache erst die zweite Folge, ne? Das ist Marsch. Das ist immer so ein... Meist, wenn ich 4 Stunden aufnehme, also 4 Stunden spiele, kriege ich 3 bis 4 Folgen raus. Sägewerk läuft auch wieder. Wir haben Waldstücke genug, ne? Müssen danach auch wieder aufforsten. Ja, die Werkstatt müssen wir irgendwann hinstellen wegen Wartung, aber die können wir zur Not erst kaufen. Pappelbusiness läuft demnächst auch. Für Hackschnitzel, wegen Zeltstofffabrik und so. Ich kann mich nicht beklagen, also bei uns läuft's. Hier läuft's. Sagen wir es mal so, wir haben echt nicht wenig Fläche bis jetzt. Wenn das dann mal anfängt, ne? Mit Ernten und so. Weil ich ja am Anfang Seasons drin hatte und habe mir das aus Versehen ausgestellt. Dann hinterher wieder anstellen, finde ich doof. Deswegen. Komm jetzt ran hier. Der Mupfi. Gleich, Patische, gleich. Ich muss jetzt erst ein bisschen Kompost machen, ne? Der Business muss ran, Patische. Ja, guck mal. Wenn wir die Wiese hier runtergefahren haben, ich schätze, da kommen 2, 3 Ladewagen zusammen, ey, dann ist das okay. Können wir mit der anderen erst noch ein bisschen warten. Wir sind nicht alles auf Teufel komm raus, sofort auf... runtergebölzt haben. Vielleicht machen wir noch eine Mission hinterher. Keine Ahnung. So läuft, guck. Können wir hier direkt düngen. Wenn wir mal einen Düngerstreuer über hätten, ne? Meist sind die ja under the way. Eigentlich immer, ne? Aber so ist der Plan. Ihr wisst jetzt, wie es ist, euch auf dem Marsch, ne? Svenny hat wieder sehr viel Geld investiert, muss sein. Dann würde ich erstmal sagen, danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.